Sagen wir so 3 Jahre war der hier. Was gab es am Valentinstag? Absolut gar nichts. Also, ja. Punkit und Paul, sagt sie. Okay. Moin, ich bin der Paul. Und ich bin auch der Paul. Und das hier ist die Paul-Challenge. Ja, du kannst jetzt einfach irgendwas machen. Ich blamier mich so oder so. Wie viele Spiele habt ihr so in der Saison? Also 34 plus Playoffs. Hier etwa, sagen wir so 3 Jahre war der hier. Das weiß ich, das stimmt nicht. 16. 220. Punkt an Paul, 291. Also was? An 291? Punkt geht an Paul, sagt sie. Oh nee! Das weißt du eigentlich. Ich wusste das eigentlich. Wahrscheinlich. Doch, kein Turm oder kein Gebäude in München darf höher sein als die Frauenkirche. Wie hoch ist der Zehner ungefähr? Der geht schon wieder an dich. Ich sag's dir, wie es ist. Ne? Nee! An klein Paul. Was haben wir denn? Und zwar 98 Meter. 98. Mm. Mit den Nullen? Ich kenne mich mit diesen Nullen nicht aus. Ich weiß nicht, wann Millionen und das musst du vielleicht, Kontostand und so. Ronaldo ist ja der mit den meisten. 540 Millionen hat Ronaldo. Bei was? Um was geht's? Instagram-Follower. Der hat 500? Ist das eine Falle? Das ist keine ich hätte Falle. Jetzt auf irgendwas... Auf Wie viel hast du? Nicht der Rede wert. Das ist eine gute Falle. Oh, du hast mich komplett verwirrt jetzt. Ich dachte, ich hätte es jetzt irgendwie kommen. Ich bleibe einfach dabei. Wenn ich reintippe, dann tippe ich rein. 410 Millionen, sage ich. 340 Millionen. Wie viel hat Ronaldo wirklich? 500? 540 oder so, Ronaldo? Ja, ich lebe nicht auf Instagram. Für Ronaldo einmal ein Sü? Nein. Wenn ich gewinne. Erste Runde geht an. Sü! Du hast ja gesagt, du schämst dich vor nichts. Ich glaube, da werden wir jetzt sehr verzerrte Gesichter bekommen gleich. Frage Nummer 1 an Paul. Wer ist der unsympathischste Spieler? Der unsympathischste Spieler, das kann ich... Das ist auf jeden Fall der Andreas Obst. Kann ich noch jemanden reinhauen? Naja, komm, weiter geht's. Wie viel Geld hast du in der NBA verdient? Das ist ja eigentlich relativ... Das kann man ja einsehen. Sehr gut. 2. 2. Weiter geht's. Was ist das peinlichste Geschenk, das du deiner Frau Mira je gemacht hast? Das peinlichste Geschenk? Wenn ich, also ich habe einige Schwachstellen, aber wenn ich eine Stärke habe, dann ist das gute Geschenke. Ernsthaft? Ja. Was gab es zum Valentinstag? Absolut gar nichts. Das sind keine guten Geschenke. Wahrscheinlich das schlechteste Geschenk war gar nichts. Oh, gut. War gut. Nee, Pauls sind offensichtlich gut im Geschenke machen. Fühl dich. Okay. Sehr gut. Welchen Influencer oder Influencerin magst du überhaupt nicht? Ich mache auch mal den hier. Wen kann man denn sagen? Ich sage jetzt einfach mal Adi Totoro. Er kann okay. Das auch abhaben, deswegen sage ich es. Wie viel du in deinem besten Monat als Influencer verdient? Ich werde die Fragen aufgeschrieben. Da wird dahin geguckt, okay. Ich habe einfach so, ich brauche nirgendwo hin. Ja, aber bei dir ist es ja öffentlich, bei mir nicht. Nein, 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 das habe ich einfach so gesagt. Ich habe keine genaue Summe, weil ja, das ist ja dann oft wieder mehr. Vergessen eigentlich. Ja, ja. Eigentlich weiß ich, das interessiert mich auch gar nicht eigentlich, gell? Sehr gut. Wie spricht man denn Steven aus? Steven Gätchen. Gätchen? Ja. Was ist die schlimmste Eigenschaft von Steven Gätchen? Die schlimmste Eigenschaft von Steven Gätchen ist, dass er sehr viel zu tun hat. Und ich glaube, das weiß ich aber nicht, ich glaube, er sehr gerne 10 Sachen auf einmal macht und dann vielleicht eins hinten runterfällt davon. Das vermute ich jetzt einfach. Geht ja noch. Ja, jetzt habe ich gewonnen.
glaube nicht alles, was im Internet gezeigt wird. Oh, Entschuldigung, woher haben Sie diese Nummer? Ach du Scheiße, ich wusste es nicht. Ich wusste, es ist eine Verarsche.